Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdoms of Amalur. Das ist hier das DLC, die Legende vom Toten Kell, und ich bin der alte Mann von den Schlaftabletten. Und soll ich dran vorbeilaufen? Ich lauf. Ich muss zu diesem Weg. Wir sollen den alten Quai finden. Oder Kai. Oder so. Trapp, 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 trapp. Der muss ja eine Kondition haben, der Junge. So viel wie hier wir durch die Gegend fetzen. Das muss da oben sein. Da gehe ich jetzt aber nicht hin. Ich höre es klappern. Halt, hier müssen wir lang. Aber noch haben sie mich nicht auf dem Kicker. Oh, da ist noch sowas. Irgendwas Primitives habe ich da gesehen. Oh, nimm ich mit. Verkaufen. Ach, hier wohnt er. Schon wieder einer, hm? Warten. Akara holt sie einfach immer weiter ein. Wie Fische, die in seinem größer werdenden Netz zappeln. Was? Also was wollt ihr, Schiffbrüchiger? Die einfachste Antwort auf eure Probleme liegt hinter diesen Klippen. Ein kurzer Sturz und dann nur noch Frieden. Am Arsch. Der Allah sagt, ihr könnt mir helfen. Der Priester also. Dieser Narr. Wie kommt es, dass die meisten Spielfiguren nicht einmal wissen, dass sie nur Teil eines Spiels sind? Alle paar Jahre schickt mir Alda eine verzweifelte Seele und betet dafür, dass ich ihr die Weisheit eines Schicksalswebers anbieten kann. Aber ich habe keine Hoffnung zu geben. Ich habe überhaupt nichts. Dafür hat der tote Kell gesorgt. Seht euch doch nur um. Wir sind verdammt. Wo ist der tote Kell? Wo er ist? Überall, ihr Narr. Überall. Versucht, die Insel zu verlassen, und der tote Kell ist da. Versucht, euch in den Wehren zu verstecken, und der tote Kell ist da. Es wäre einfacher, seinem eigenen Schatten zu entfliehen. Ich habe ihn erst einmal gesehen. Ihr seid ein Schicksalsweber? Ich war es. Aha. Ihr wisst also von den Schicksalswebern? Ihr wisst, dass wir eine tragische Brut sind, bestimmt für ein Leben der Einsamkeit und Enttäuschungen. Warum sollte man denn den Karten lesen, wenn man ohnehin schon weiß, was sie einem sagen werden? Ich werde auf dieser Insel sterben. Genau wie ihr. Noch ist nicht alles verloren. Ha. So spricht nur einer, der gerade erst aus dem Wrack gekrochen ist. Ihr habt keine Ahnung von den Mächten, die sich gegen uns verschworen haben. Der tote Kell ist kein einfacher Mann. Oh nein. Er wurde von Akara berührt. So, so. Solange sein Schiff, die Requiem, hier auf Galgens End vor Anker liegt, ist keiner von uns frei. Besorgt mir dieses Schiff. Dann werde ich euch vielleicht erzählen, was ihr wissen wollt. Vielleicht. Was? Der tote Kell kennt Akara? Es heißt, der tote Kell sei der einzige Sterbliche, der Akara je selbst gesehen hat. Der einzige, der je als Ebenbürtiger mit ihm gesprochen hat. Nicht einmal die Nachfahrin war Akara jemals so nah. Und sie ist durch Magie mit ihm verbunden. Nun wisst ihr, warum Kell so lange, nachdem er angeblich von den Alpha getötet wurde, noch immer eine Gefahr ist. Er ist kein natürliches Geschöpf. Sein Leben ist sowohl Segen als auch Fluch. Mhm. Erzählt mir von dem Schiff. Es heißt die Requiem. Vor Jahren gehörte das Schiff noch der Geliebten des toten Kell. Der flüsternden Hexe. Als jedoch sein Flaggschiff, die Sturmbringer, vor der Küste versenkt wurde,
brauchte er einen Ersatz. Soweit ich weiß, ist sie das einzige seetüchtige Schiff auf ganz Galgens End. Sie zu besitzen wäre unbezahlbar. Okay, okay. Ich bringe euch von dieser Insel. Dann werdet ihr Erfolg haben, wo alle anderen gescheitert sind. Aber ihr werdet die Requiem nicht in euren Besitz bringen, weil ihr schon längst tot sein werdet, bevor ihr sie auch nur zu Gesicht bekommt. Das Schicksal lässt sich nicht ändern. Irrtum. Was tragisch ist, da ich euch wirklich alles erzählt hätte. Schicksal? Aha. Wo ist das Schiff? Der tote Kell und seine Gehängten halten das Schiff im dunklen Hafen unter Verschluss. An ihrer eigenen Anlegestelle, nordwestlich von hier. Okay. Euer Schicksal gehört euch. Ja, danke. So, aber wir schauen mal auf die Karte. Ja, da komme ich dann von hier aus hin. Und der Seewehr, seht ihr, und das haben wir, glaube ich, schon gesehen. Da wollte ich schon wieder hin. Ich kann jetzt ja bis zu Paddy zurückkehren. Das mache ich gleich, wenn ich dann nicht immer alles verstelle. Na, komm. Hin da. Ach so, nochmal durchsortieren. Waffen. Denn gleich den Verkauf vorbereiten. Der Dinge, die wir dann nicht benötigen. Gegenstände? Haben wir hier dann noch irgendwas? Was? Nein. Rein hier. Brr. Erstmal gehen wir verkaufen. Womit kann ich dienen? Ich will alles loswerden. So, und du hattest, glaube ich, Dietriche, ne? Hütet euch vor den Scuffs. Machen wir. Denn mal gucken, was Paddy sagt. Die Stollen wurden ausgeräumt, Herr. Ihr könnt nun Galgens End ganz nach Belieben durchforsten. Was die Erkundung der Insel angeht, empfehle ich euch, Sefyn Lan aus Trostkap als Kundschafter mitzunehmen. Mhm. Was? Ich denke, mein nächstes Vorhaben wird euch gefallen. Eine riesige Bibliothek. Oh. Stellt euch vor, ein Monument für die Weisheit der Zeitalter, gleich neben dem Hauptgebäude. Ein Mahnmal für die Unerleuchteten. Mhm. Aber erst müsst ihr mir 3 Bündel Bärenfelle, 3 Bündel Amberholz und 4 Bündel Segeltuch besorgen. Mhm. Sefyn hat mir verraten, wo man das Material finden könnte. Ich fange gleich nach eurer Rückkehr an. Ja, dann wollen wir gleich mal gucken. Halt. Wo ist das denn? Das ist da hinten? Nein, das ist noch nicht die richtige Quest. Bärenfell haben wir schon. Wir brauchen noch Amberholz und Segeltuch. Was sagt die Karte? Wo finden wir das? Da hinten. Na, dann müssen wir trotzdem dahin reisen. Das mache ich gleich mal. Oder gucken wir uns erstmal die Stollen an. Das muss ja hier irgendwo denn auch lang gehen, glaube ich. Oh, ich höre schon auf. Ich kann das nicht so gut. Bauen wir uns noch eine Bestie? Euer Begleiter ist bereit und streift durch die Feste. Nachdem ihr nun einen Begleiter habt, müsstet ihr im Kampf etwas stärker sein. So ist das mit allen Begleitern. Je mehr ihr eurem Begleiter zu fressen gebt, desto stärker ist der Effekt. Ja. Zwischen euch und eurem Begleiter besteht... Soll ich einen Begleiter für ja, euch dressieren? Ja. Ich hätte gern einen großen und denkt daran, dass ich immer nur 3 Begleiter halten kann. Kleinere Bestien sind einfacher zu halten. Ja, das kennen Was wir schon. Was hättet ihr denn gerne? Boggarts sind lustig und einfach zu halten. Ich müsste morgen einen hier haben. Schaut dann einfach nochmal vorbei. Entfernt Insekten 2. Wir brauchen Fisch. Für den Pären. Ich wollte reisen, ne? So. Dann schauen wir doch glatt weg mal gleich. Wo haben wir denn einmal hier rum?
Ne, hier wollte ich schon runter. Das wäre denn nicht so gut gewesen. Hier unten, da. Da sind schon die Knochenmänner und putzen das Deck. Muss mal gucken. Ja, das sieht gut aus. Oh. War nichts drin. Ein Bär. Ich hab selbst einen Bären. Sag mal. Das magst du nicht, ne? Insekten? Gut. Der Bär hat Insekten. Alles meins. Da war aber kein Fisch bei. Wir brauchen Fisch. Und zwar ganz frisch. So, das haben wir auch. Da war ein Schatz. Ich hab dich gesehen. Hier. Haut hin mit leicht. Oh ja, genau. Was ist denn wieder das Stichwort? Trink einen Trank. Jetzt. So, jetzt muss ich aber weiterschauen. Den Hauptweg erstmal lang. Ich sehe das schon. Oh. Hat nicht geklappt. Die andere hat sich eingemischt. Die da. Jetzt bist du dran. Komm. Nix mit Sturm und Champion. Hat sich ausgestürmt. Nochmal schnell einen Schluck geschluckt. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist ja gar nicht so weit weg. Hier ist es doch schon. Ein bisschen höher. Ah, es juckte eben. So. Ich brauche aber noch was anderes. Das ist jetzt hier einfach mir genau gegenüber. Wow. Du wolltest eben was machen, ne? Hahaha. Du auch, ne? Komm her. So, Ruhe. Oh, da ist auch was. Gold. Das sieht gut aus. Ich laufe direkt darauf zu. Das hätte mich aber auch gewundert. Was mischst du dich denn da ein? Und du auch. Ist jetzt Ruhe? Wieder nicht das gefunden, was ich brauche. Naja, ich muss da hinten hin. Jetzt werden wir erstmal die beiden hier looten. Mein Gold. Ah, jetzt muss ich wohl
Oh, nein, 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 nein. Ich wollte doch bloß weghüpfen. Und noch einmal. Ich kann mich nicht entscheiden, wo kämpfst du hin? Du oller Golem. Hat ja gar nichts gebracht. Bringen die denn was? Oh, lächerlich. Ah, nee, da lang. Au. Noch eine andere Taktik oder eine andere Waffe. Wollen wir mal schauen, was haben wir noch so? Feuerschaden. Wurzelgolem. Blutung. Ich probiere mal... Ah, das kann ich auch. Na, das bringt auch nichts so richtig. Wartet mal. Und primär nehmen wir natürlich wieder den... Oh, mal einen Schluck trinken, gut. Überhaupt nichts gebracht. Ah, oh, voll reingehüpft. Ah, der Hammer macht sich gut. Kern zurückkehren. Ach so, er hat mir wieder was dressiert. Gut. Das machen wir jetzt aber nicht. Anna! So. Ich muss mal schauen. Ich muss hier irgendwie durch. Ist hier. Ein Kringel ist hinter mir. Da bin ich schon dran vorbei. Ja, jetzt bin ich aber an dem da dichter dran. Laufen wir erstmal zu dem. Kommen wir da irgendwie rum? Noch so ein Ding. Oh. Ja, auch.
das da für eine? Sie hilft mir! Au! Was hat er denn da eben in der Hand? Wollte er mich mit einer seiner Kreaturen bewerfen? Das sah ja seltsam aus. Gut. Hey! Der braucht doch nicht mehr viel! Au! Oh, sag mal! Danke für die Hilfe, übrigens. Ach ja, Schadensverstärkung hätte ich auch noch nehmen können. Hm, habe ich wieder nicht dran gedacht. Ist das der Haufen? Ja. Ah, ich glaube, ich habe alles. Gut. Jetzt sortieren wir gleich mal durch. Oh. Man findet tatsächlich noch Sachen, die man gut gebrauchen kann. Habe ich hier noch irgendwo was, was ich... Oh, nein. Ach so, ja, die brauche ich ja. Zur Bibliothek zurück. Zur Bibliothek, zur Festung. Das machen wir doch glatt. Dann kann er nämlich weiterbauen. Und ich habe, glaube ich, immer noch keinen Fisch. Vielleicht hat sie ja Fisch. Womit kann ich dienen? Ich brauche Fisch. So, Fisch, 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 Fisch. Nee, das sind die Sachen, die ich verkauft habe. Nee, sowas hat sie nicht. Passt auf euch auf, Herr. So. Paddy? Hallo. Ich hab da was. Ich fühle mich schon allein durch den Bau der Bibliothek klüger. Oh, gut. Ich habe, was ihr wolltet. Was habt ihr denn da? Ich mache mich gleich an die Arbeit. Okay. Wiedersehen. Und wir schauen mal hier oben. Hallo. Euer Begleiter ist bereit und streift durch die Feste. Nachdem ihr nun einen Begleiter habt, müsstet ihr im Kampf etwas stärker sein. So ist das mit allen Begleitern. Je mehr ihr... ja, das kennen wir. Auf euch acht. Kann ich Ihnen noch was geben? So, wartet mal. Gut. Gut. Ich mag die Viecher. Hallo. Gut. Und da ist ja noch einer, den kenne ich noch gar nicht, ne? Wer bist du denn? Schön, euch zu sehen. Sagt Bescheid, wenn ich wieder auf die Suche nach Schiffswracks gehen soll. Was könnt ihr für mich tun? Ich bin froh, der Greyfall-Feste als Kundschafter dienen zu können. Ich halte auf der Insel ohnehin bereits nach Schiffswracks Ausschau. Ja. Manchmal finde ich Schätze, manchmal Überlebende. Und hin und wieder auch Ärger. Ja, okay. Soll ich mit der Bergung beginnen? Was finden? Na klar. Ich habe in den letzten Tagen einige Wracks vor der Küste entdeckt. Sagt mir Bescheid, wenn ihr welche davon einer Bergungsaktion für würdig erachtet. Okay. Arkane Alpha-Kriegsschiff. Sie transportieren wahrscheinlich Ware zwischen ihren Festen hin und her. Aha. Ich müsste eigentlich morgen wieder da sein. Bleibt wachsam. Gut. Gibt's hier noch irgendwas? Hier ist doch Fisch. Ich brauche Fisch. Na gut. Wie gesagt, wir sehen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich werde jetzt hier... Oh, jetzt habe ich aus Versehen auch noch gedrückt. Wollte ich gar nicht, Quest.
auf Zyphan warten, auf seine Rückkehr warten, Beschaffung eines Begleiters haben wir, Grifol, auf Fertigstellung warten, verstreute Kartenteile. Ich werde in der nächsten Folge hier weitermachen. Und ich mache jetzt hier auch Stopp, auch mit der Session. Oh, ich bin nicht ganz voll auf 100% mit meinem Leben. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.